Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche für ein leckeres Hauptgericht. Ja, Hauptgericht kann man wohl sagen. Das wird jetzt ein bisschen, na, ich weiß nicht, aufwendiger, weil ich die Kartoffeln erst hier auf meinem Opti-Grill ein bisschen angrille, also die Scheiben gleich. Aber das müsste man nicht, man könnte es auch in der Pfanne anbraten. Also ich bin so gar keine Braterin. Und bei dem Opti-Grill geht das halt immer einfach super, dass ja die Hitze von oben und unten gleichzeitig ist. Also nur Hälfte der Zeit. Also und insgesamt waren die etwas über 600 Gramm. Und ich reibe mir die, aber nicht wie, also normalerweise würde man sie ja so mit der kleineren Fläche reiben, aber ich will die größeren Scheiben und deswegen, ja, dann werden sie so richtig schön groß. Deswegen etwas ungewöhnlich, sie so zu reiben. Ja, und das mache ich mit allen dreien. Und da mache ich das ja gerne mit diesem Hobel, einfach weil das so handschonend ist, ne? Dass ich hier nämlich meinen Handschutz habe. Und mit der Reibe mache ich das halt auch immer sehr gerne, weil es dann so gleichmäßig und wirklich richtig dünn ist, was ich sonst auch nicht so hinbekommen würde. Ja, also so ist das innerhalb kürzester Zeit erledigt. Ja, und das wird nämlich ein Kartoffelspinat- und Spargelauflauf. Ja, die Spargelzeit kommt jetzt wieder. Ich habe hier mein Knoblauchöl, aber das könnte man natürlich auch mit ganz normalem Öl machen. Und da mariniere ich mir ein bisschen jetzt die Kartoffelscheiben, dass ich die hier gleich angrillen kann. Und da starte ich nämlich schon mal hier meinen Opti-Grill, dass der, ja, ich nehme da die Einstellung Fleisch und sage, okay, dann kann der hier schon mal vorheizen. Ja, und wie gesagt, die Kartoffelscheiben, die werden nur ein bisschen mit Öl halt eingesprüht. Und die Zeit nutze ich aber auch noch, dass ich den Spargel jetzt schon mal in kleinere Stücke schneide. Weil sonst ist das dann immer blöd, den ja, zu essen und auch dann diese Stücken aus der Auflaufform dann rauszubekommen. Dann zieht man an einer Stelle und dann geht schon der ganze Spargel da raus. Das ja, zerreißt dann das, den schönen Anblick. Ne? Ja, also mit dem Spargel mache ich auch vorher nichts. Der wird gleich roh in die Auflaufform dann mitgegeben. Das Einzige, was jetzt wirklich gleich ein bisschen hier eine Fleißaufgabe ist, ist einfach, ja, dass ich jetzt hier diese Kartoffelscheiben grille. So, das ist hier auch schon vorbereitet. Das kann ich mir schon zur Seite stellen. Ja, und ich habe hier schon meine, ja, es ist eine Sprungform, aber eine eckige. Und da kommt schon ein bisschen Olivenöl dran. Die Auflaufform schon mal gut eingefettet. Das ist Blattspinat, aber gefrorener. Und den habe ich jetzt schon mal aufgetaut. Also den habe ich gestern in den Kühlschrank gepackt. Also ein bisschen hört man noch, dass es noch nicht ganz aufgetaut ist. Aber das ist auch egal. Der wird ja gleich noch in der Pfanne angeschmort. Ich denke mal, das ist jetzt schon mal heiß genug. Und ich gebe mir hier die Scheiben auf die Grillfläche. Wenn ich gleich zumache, gucke ich auf die Uhr. Und dann kann ich euch sagen, wie lange es bei mir dann gedauert hat. Also da kann ich mich jetzt nicht auf die Einstellung des Opti-Grills verlassen, weil da habe ich, also dafür gibt es natürlich keine Einstellung. Sonst bei anderen Sachen sagt er ja, es wäre durch, aber ja, das gibt es hier natürlich jetzt nicht. Ja, ich versuche natürlich so viel wie möglich drauf zu bekommen, dass ich nicht so viele Durchgänge habe. Und jetzt gucke ich mal auf die Uhr und kann euch sagen, wie lang. Also die müssen jetzt auch nicht total durchgegart sein, weil es kommt ja sowieso gleich noch im Backofen. Also das ist dann nicht das Problem. Und es ist noch keine Minute rum und da sehe ich schon, dass ich da auch dieses Grillmuster schon auf die Kartoffeln ja, drauf abzeichnet. Das geht wirklich ganz schnell. Naja, aber jetzt ist eine Minute rum. Ich sag mal, ungefähr 2 Minuten grille ich die an. So, 2 Minuten sind rum und ja, wie gesagt, die sind so dünn und ja, die haben jetzt schon so ein bisschen so Grillmuster drauf. Gebe ich mir jetzt in die Auflaufform und da sollen die
Kartoffeln aber auch schön überlappen. Es ist eine kleine Fleißaufgabe, aber es wird bestimmt etwas ganz Leckeres. Ja, und so verfahre ich jetzt natürlich mit den ganzen Scheiben und ja, ungefähr 2 Minuten, dann sind die fertig. Das mache ich jetzt, bis hier alles ja, gegrillt ist, und schnell nochmal einen Blick auf die Uhr. Ja, und dann wird das hier schön ausgekleidet. Also das ging jetzt wirklich richtig schnell. Das waren ja vielleicht jetzt insgesamt, auch ich muss mal gerade gucken auf die Uhr, ja, 12 Minuten habe ich, glaube ich, insgesamt gebraucht. Ja, am Rand ist auch jeweils eine Scheibe, und ja, also so ist das, wie ein Teig es sonst wäre bei einem Auflauf, aber ja, jetzt halt mal mit Kartoffeln. Und da besteht jetzt dann auch nicht so die Gefahr, dass womöglich die Kartoffeln nicht richtig gar sind. Das ist bei so einem Kartoffelauflauf oft, ne, dass man denkt so, ach ja, Kartoffeln, die hätten ruhig ein bisschen weicher im Biss sein dürfen. Ja, ich gucke jetzt noch hier nach irgendwelchen Lücken, die ich da noch schließe, gerade auch zu dem Rand. Ne? Und ich gebe da aber noch ein bisschen Salz und Pfeffer drauf, dass so, ja, also gleich der Guss wird natürlich auch noch gewürzt. Ja, und ganz bestimmt könnte man dieses Gericht auch super mit frischen Spinat machen, aber ja, gab es nicht. Deswegen nehme ich den Blattspinat, den ich aber grundsätzlich auch gut finde. Ja, und den, wenn ich mir den rausnehme, versuche ich da aber immer noch das Wasser rauszudrücken, dass das nicht so eine nasse Geschichte wird. Also Wasser wird hier erstmal rausgepresst. Und bei mir sind das hier 450 Gramm. Also das ist ja so eine Standardgröße vom Blattspinat. Aber deswegen brate ich es jetzt auch wirklich an, weil ja, ansonsten wäre es mir einfach zu nass. Und jetzt beim Anbraten, da verflüchtigt sich ja doch auch von der Feuchtigkeit. Und wie gesagt, das wird jetzt nur ein bisschen angebraten, damit vor allen Dingen die Flüssigkeit da rausgeht. Aber auch das wird jetzt nochmal mit Salz und Pfeffer schon mal gewürzt. Also das ist jetzt schon, ja, vielleicht 3 Minuten habe ich das jetzt angebraten. Und dann gebe ich jetzt aber auch noch den Spargel kurz noch hinzu, dass der auch schon mal angaren kann. Und gleichzeitig, also da kann ich die Zeit schon mal nutzen, kommt jetzt hier ein Becher Ricotta. Das sind auch 250 Gramm. Und bei so einem Guss darf natürlich nicht fehlen 2 ehemals glückliche Eier. Einfach damit es dann auch ein bisschen anstocken kann. Und auch der Guss wird natürlich nochmal, vor allen Dingen mit Pfeffer. Ach ja, ich liebe frisch gemahlenen Pfeffer. Und schon mal gut verrührt. Und ich gebe mir noch hinzu hier von der Zitronenschale. Wobei ich sagen muss, natürlich wäre jetzt eine frische Zitronenschale um einiges schöner. Aber ja, habe ich nicht. Nachdem ich zuerst dachte, dass der Ricotta etwas zu hart wäre und dass kein richtiger Guss wird, scheint es doch jetzt besser zu sein. Aber ich glaube, so ein Schuss Sahne kann da schon noch mit rein. Ich würde mal sagen, vielleicht 50 Milliliter Sahne habe ich jetzt noch dabei gegeben. Einfach damit das auch schön zwischen das Gemüse so läuft. Und sonst würde das ja nur so oben aufliegen als Brett. Nee, also jetzt ist es, ich würde mal sagen, wie ein Pudding ungefähr. Ne? Das finde ich jetzt okay. Also die Spinat und Spargel Mischung kommt jetzt drauf, und das ist wirklich richtig trocken. Also es war für mich einfach wichtig, dass es jetzt nicht so gleich so durchsuppt hier alles. Ne? Ja, das noch ziemlich gleichmäßig verteilt. Und ich habe jetzt schon den Backofen, also den heize ich vor auf 180 Grad Umluft. Und ich habe einen Feta, und den zerbröckle ich mir schön.
Also das war bei mir eine Packung 200 Gramm und den, ja, ich glaube, der macht sich auch gut da drauf, weil der gibt ja auch so ein bisschen Würze noch. Und als letztes verteile ich mir jetzt hier noch den Guss drüber. So gleichmäßig wie möglich. Wie gesagt, von der Konsistenz wie so ein Pudding. Anstatt der Sahne hätte man das natürlich auch ein bisschen mit Milch verdünnen können. Das wäre sicherlich auch gegangen, wenn da ein bisschen Kalorien einsparen will, obwohl, ach ja, ein Diätgericht ist das auch wieder nicht. So ist es jetzt. Es hätte vielleicht ein Tick sogar noch flüssiger sein können, aber ich wollte halt nicht, dass es zu dünnflüssig wird, dann stockt es hinterher nicht gut. Und dann, wenn man es aufschneidet, zerfällt es so. Es sollte natürlich schon Stücken werden auch. Aber, wie gesagt, mir gefällt es gut. Ich bin mir sicher, das wird lecker. Also, ich warte hier noch, dass der Backofen vorgeheizt ist. 180 Grad, wie gesagt, auf mittlerer Schiene. Und dann eine Dreiviertelstunde werde ich das backen. Aber immer wieder mal gucken, wenn es umzubrauen wird, dann einfach mit einer Backfolie oder Backpapier abdecken. Ja, also sehen wir uns in einer Dreiviertelstunde wieder. Ich habe mich also genau an die Dreiviertelstunde gehalten und habe das auch nicht abdecken müssen. Das hat so genau funktioniert. Ja, jetzt lege ich hier nochmal die Wände ab, damit die Kartoffeln natürlich sich da auch lösen und jetzt nicht hier zerreißen. Na, mal gucken, ob ich mich jetzt verbrenne. Nein, es klappt ganz hervorragend. Und wenn man das so anschneidet, da sieht man auch, dass das richtig schnittfest ist, dieser Guss. Und ja, das funktioniert ganz gut. Also mit dem Anblick bin ich natürlich schon mal super zufrieden. Und das ging auch wirklich richtig gut ja, auf den Teller zu bekommen, ohne dass da was zerfällt. Man muss natürlich zusehen, dass man unter diese Kartoffelscheiben kommt. Und ja, jetzt geht es erstmal ans Probieren. Mmh, lecker, lecker, lecker. Mmh. Der Spargel ist weich, also da braucht man wirklich nicht viel vorgaren. Also ich habe es ja nur ein bisschen mit angebraten, aber das mehr wegen ja, des Spinats, damit der nicht so nass ist. Ne? Was ein bisschen mehr sein könnte, wäre jetzt die Kartoffel. Also ich finde das jetzt unten so als Unterlage ein bisschen wenig. Hier am Rand sieht man es ja, da ist die Kartoffel auch. Also sie ist nicht verschwunden, aber es war natürlich jetzt auch keine Riesenmenge. 600 Gramm für einen Kartoffelauflauf ist natürlich nicht so viel. Ja, also ich hätte vielleicht ein bisschen Knoblauch noch dran machen können. Ne? Das hätte es vielleicht perfekt gemacht. Mmh. Ganz, mmh. Aber die Kartoffel. Jetzt hatte ich etwas mehr Kartoffel. Na, die ist lecker. Mmh. Das ist so ganz knusprig. Erinnert schon fast ein bisschen so an Chips. Also so knusprig natürlich nicht, aber vom Geschmack. Ich bin begeistert. Also, da brauchen wir uns nicht für schämen, wenn wir das auf den Tisch bringen. Ja, ich lasse es mir schmecken. Ich werde es euch unten aufschreiben. Kann es euch 100% empfehlen. Also, es ist wirklich ein ganz tolles Essen. Und ja, wie gesagt, ja, mit dem Grillen. Man hätte es natürlich auch braten können, aber da habe ich gedacht, da zerreißen mir die dünnen Scheiben so. Deswegen, für mich ist es so genau richtig. Ich schreibe es euch unten auf und viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!